Vielen herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Claudio Zuccolini. Viele Leute fragen mich, ist das ein Künstlername? Ich sage nein, das ist mein richtiger Name. Dann sagen sie, ist es italienisch? Ich sage nein, meine Eltern kommen aus Sri Lanka. Natürlich ist es italienisch. Ich meine, so viel O's und U's und I's kannst du gar nicht heim nehmen, oder? Aber die Leute müssen immer Sachen fragen, oder? Heute Abend, wenn sie sich hier sehen, auch, so, bist du auch da? Es ist völlig überflüssig. Oder beim Zügeln, du stehst vor der Hütte mit 340 Zügelschachteln. Nebendran ein Zügelwagen, wo drauf steht Zügelwagen. Dann kommt der Nachbar vorbei und sagt, so sind wir im Zügeln. Sagst du, nein, wir machen das alle zwei, drei Monate, tun wir alles in Schachteln verpacken, um zu schauen, hätten wir genug Schachteln, wenn wir zügeln würden. Es wird einfach zu viel geschnarrt. Aber ich freue mich, bin ich da in den Bergen, kalt, Schnee, das ist so meine Zeit, das Raclette. Oh, ich liebe Raclette. Wenn ich könnte duschen im Raclette, ich würde duschen im Raclette. Ich bin ein absoluter Raclette-Profi, ein Aficionado. Ja. Ich weiß auch alles, weißt du, alles, wie viele brauchen und so. Es gibt ja viele Leute, die völlig, weißt, keine Ahnung haben, völlig Raclette-Laie. Die müssen noch in die Molkerei fragen und sagen, sie, was rechnen wir denn so pro Person? Dann sagt die Frau in der Molkerei immer, ja, normalen Esser 200 Gramm, einen guten Esser 250 Gramm. Ich habe mal so eine Scheibe gewogen. Eine Raclette-Scheibe ist 50 Gramm, das wäre für einen guten Esser während das 5 Scheiben. Wenn ich 5 Scheiben gegessen habe, ist der Ofen noch nicht einmal richtig warm. Ist ja auch völlig hohl. Ich meine, wenn du schon die Chance hast zum Verkaufen, dann kannst du sagen, ja, man sagt einen normalen Esser etwa 800 Gramm. Einen guten Esser ein Kilo 600. Kinder noch nicht eingerechnet. Ich habe noch zwei Kinder, zwei Mädchen, 8 und 4. Die grössere Tochter wäre heute fast mitgekommen. Die Mutter hat sie am Morgen gefragt, willst du die Show schauen vom Papi? Dann hat die Tochter gesagt, nein. Dann hat die Mutter gesagt, dann tust du heute folgen. Die kleine Tochter ist noch zu klein, die ist ja in der Kinderkrippe. Kennen Sie Kinderkrippe? Wer kennt Kinderkrippe? Hand auf. Kinderkrippe ist ja ganz speziell, ich kann es erklären. Oder am Morgen bringst du das Kind, dann gibt es die Übergabe. Das ist ähnlich wie bei der Autovermietung. Da laufen wir einmal um das Kind herum, schauen, welche Bühlen sind schon da waren. Und am Abend auch wieder, oder? Und dann siehst du, was dazugekommen ist, welche Kratzer, welche Bühlen. Und dann gibt es ja die Übergabe. Und die Übergabe ist immer ganz speziell, weil die Krippenfrauen reden mit den Eltern ja gleich, wie sie den ganzen Tag mit den Kindern geredet haben. Das heisst, sie hatten einen guten Tag gehabt. Morgen sind wir spazieren gegangen. Dann haben wir das Nüni gegessen. Nachher haben wir unsere Projektwoche. Das Thema ist Früchte und Gemüse. Sagen sie, super, das kennen sie nicht von daheim. Nachher hat es Mittag, es hat Gemüsesuppe. Mit Gemüselasagne, mit Gemüse, Röselichöl. Aber sie hat nicht so viel gegessen. Sagen sie, was? Sie hat kein Röselichöl gegessen. Daheim frisst die kiloweise Röselichöl. Wir mussten schon müssen hin ein Gewächshaus abbauen, weil die laufend nur will Röselichöl fressen. Das ist schon verrückt, was heute alles hier auftischt wird in diesen Kinderkrippen von diesen schlauen Ernährungsberatern. Also die Mönchkarte in der Kinderkrippe tönen wie eine Mönchkarte aus dem Zweiten Weltkrieg. Irgendwie Gemüse mit Gemüse, Gemüse mit Herdöpfel, Herdöpfel mit Herdöpfel. Und mir ist am Abend eigentlich auch gleich, was den ganzen Tag gelaufen ist. Oder ich sehe, mein Kind kommt, es läuft, es lacht, es lebt. Da muss ich Details nicht unbedingt wissen. Wer es aber genau will wissen, das sind die Deutschen. Die Deutschen fragen immer, hat der Maximilian geschlafen? hat er gut geschlafen? Hat er auf dem Rücken geschlafen? Hat er Kaka gemacht? Gute Kaka, schlechte Kaka? Das interessiert mich alles nicht. Mir ist am Abend nur eins wichtig. Habe ich wirklich mein Kind und nicht jemanden einen Deutschen? Ja. Dankeschön! Claudio Zuccolini!
Haben wir hier gesehen, grossartig.